Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Ja, wir schauen auf die plötzliche Stratosphärenerwärmung, die wohl ziemlich sicher in der nächsten Woche anstehen wird. Und was das wohl bedeuten kann für unser Wetter, dazu gibt es ausführlich später in diesem Video noch mehr. Wir schauen uns mal ein schönes Bild an. Hier hat uns Heiko geschickt aus dem Altenburger Land in Thüringen. Schön gestern der Sonnenuntergang bei winterlicher Stimmung. Ja, es ist ja noch knackig kalt in Deutschland, aber so nächste Woche, da deutet sich wohl insgesamt zumindest für viele Gebiete erstmal milderes Wetter an. Lass hat heute Morgen ja schon bis zum Wochenende die Aussichten gemacht. Wer die Vorhersage für die nächsten Tage haben will, hier oben verlinke ich das Video nochmal. Ja, da kann man die Vorhersage schauen. Wir kommen jetzt ein bisschen in Spekulationsbereich und zur plötzlichen Stratosphärenerwärmung. Zunächst wollen wir natürlich auch schauen, wie es so in der nächsten Woche trendmäßig weitergeht. Und wenn wir uns da mal den Luftdruck erstmal anschauen, sehen wir, Hochdruck ist weiterhin das Stichwort. Ein großes Hochdruckgebiet doch über großen Teilen Europas, was uns beschäftigen wird. Und interessant ist, wenn wir uns dazu mal die Höhenwetterkarte anschauen, sehen wir ganz gut dann wohl, zumindest erstmal so zum Beginn der nächsten Woche, eine recht gut ausgeprägte Omega-Struktur. Das heißt, man sieht so, dass das Hochdruckgebiet sich in der Höhe, dieser große, mächtige Hochdruckklops, sich wie ein Omega darstellt. Flankiert wird er von Trögen, von Tiefdruckgebieten, sowohl an der Westflanke als auch an der Ostflanke. Ja, und diese Situation kann natürlich insgesamt sehr stabil sein, beziehungsweise mit kleinen Unterbrechungen ist das Ganze ja auch schon ziemlich stabil momentan. Die Frage wird natürlich sein, inwieweit gelangen wir auf die milde Seite, auf die sehr milde Seite dieses Omegas. Da gibt es natürlich nächste Woche noch ein paar Unsicherheiten. Ich will dazu mal einen ersten Trend zeigen für Montag, Dienstag und Mittwoch nächste Woche. Natürlich noch mit Unsicherheiten. Wie gesagt, Hochdruck bleibt das Stichwort. Allerdings am Wochenende kommt ja schon feuchtere Luft rein, teilweise eben zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Es deutet sich aber an, dass immer mal wieder wohl auch die Sonne sich speziell im Süden und auch im Westen und in der Landesmitte zumindest abseits von einigen Nebelfeldern ganz gut durchsetzen kann. Am ehesten wird wohl eine sehr zähe und sehr zähe, deutliche Hochnebelneigung und Nebelneigung wohl am ehesten nach Norden, Osten und Nordosten vorhanden bleiben. Ja, und die Temperaturen, wir werden wohl nächste Woche riesige Temperaturunterschiede erleben. Sobald der Himmel klar ist, sind die Nächte auch frostig und tagsüber kann es in Nebelgebieten, das sind diese Zahlen, die ich so in Klammern mal blau dran geschrieben habe, kann es in Nebelgebieten deutlich kälter bzw. frischer bleiben. Wo die Sonne sich durchsetzt und wo es vor allem mal so von den Mittelgebirgen der Wind ein bisschen runter weht, ja, da können wir teilweise sogar 10 bis örtlich, will ich nicht ausschließen, sogar an die 15 Grad erreichen. Also eine klassische Hochdruckwetterlage mit großen Temperaturunterschieden und insgesamt trockenem Wetter dann erstmal in der ersten Wochenhälfte. Wir kommen jetzt natürlich zur Stratosphärenerwärmung und die zeichnet sich immer deutlicher ab, beziehungsweise ist schon relativ sicher, dass sie sich in der nächsten Woche vollziehen wird. Wir schauen uns dazu mal die Temperaturentwicklung in der Stratosphäre an. Das heißt, das ist ja die Schicht über unserer Wetterschicht, hat also erstmal gar nichts mit unserem Wetter groß zu tun, kann aber im weiteren Verlauf deutliche Auswirkungen auf unser Wetter haben. Wir schauen uns die Temperaturentwicklung an hier in der Stratosphäre mal für die nächsten 10 Tage und sehen diese deutliche Erwärmung. Wir blicken hier auf den Nordpol herauf und sehen, dass es immer wärmer wird. Wärmer bedeutet dort übrigens, dass der Polarwirbel so im Schnitt minus 70, minus 80 Grad in dieser Höhe hat und dann steigen die Temperaturen eben teilweise auf über minus 20 Grad. Das heißt eben, es ist für die dortigen Verhältnisse eine deutliche Erwärmung. Schauen wir uns dazu mal an, die Karte dann, wie sie in 10 Tagen aussieht und das wird relativ einheitlich berechnet. Wir sehen mit Blick auf die Nordhemisphäre, hier am unteren Kartenrand haben wir Europa zur Orientierung, hier am anderen Kartenrand sehen wir zum Beispiel die USA und wir blicken weiterhin auf den Nordpol, jetzt ein bisschen weiter rausgezoomt noch. Wir sehen nämlich diese ja deutlich überdurchschnittlichen Temperaturen, wie sich komplett quasi in der Mitte rund um den Nordpol dann diese deutliche Erwärmung breit machen wird und das eben den Polarwirbel zunächst mal in der Stratosphäre zum Zusammenbruch bringt sozusagen. Wenn wir uns dazu mal die Höhenwetterkarte anschauen, wie das in der Stratosphäre mit dem Polarwirbel aussieht, sehen wir noch die aktuelle Situation ziemlich gut. Ein gut ausgeprägter Wirbel hier blau, beziehungsweise ich habe es mit dem Tief mal eingezeichnet. Und dann in 10 Tagen soll immer mehr ein Stratosphärenhoch das Regime übernehmen, das sich durch diese Erwärmung dann bildet. Ja, und der Wirbel schwächt sich immer weiter ab und es kommt zu einem deutlichen Displacement. Das heißt, er schiebt sich so ein bisschen weiter eben raus vom Nordpol hinweg. Und deswegen
deuten eben auch die ECMWF Ensembles. Das ist jetzt vor 2 Tagen noch gekommen. Die neueste Vorhersage kommt alle 2 Wochen. Langfristtrend für die Winde, für die Zonalwinde in der Stratosphäre. Und wir sehen jetzt nämlich diesen deutlichen Knick, dass wirklich fast alle Lösungen hier unter die Nulllinie gehen. Und diese Nulllinie, das ist der Indikator dafür, ob es wirklich zu einem lupenreinen Major Warming kommt, also zu einem Ereignis, was dann wohl auch Auswirkungen verzögert auf unser Wetter haben kann. Das ist eben ganz anders als im Januar damals. Da waren es nur sehr wenige Lösungen. Jetzt sind es fast alle Lösungen, sehr viele Lösungen, die eben eine Umkehr der Zonalwinde berechnen, ein Major Warming. Das heißt, dass der Wind eben von eigentlich eher westlichen Winden in der Stratosphäre am 60. Breitengrad, so ist es genau, eben mehr auf östliche Winde dreht. Das zeichnet sich also ziemlich deutlich ab, dass wir es in der nächsten Woche mit einer Stratosphärenerwärmung, mit einer plötzlichen Stratosphärenerwärmung, mit einem lupenreinen Major Warming zu tun bekommen. Jetzt wollen wir uns natürlich auch ein bisschen anschauen, beziehungsweise ich will mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, was bedeutet das dann wirklich für unser Wetter? Zum einen will ich sagen, es wird viel, viel Falsches immer verbreitet. Zum einen wurde ja schon im Januar, wo es zwar auch zu einer Stratosphärenerwärmung kam, aber nicht zu einem lupenreinen Major Warming, wurde trotzdem davon gesprochen. Das war damals nicht der Fall und deswegen hatte es auch überhaupt keine Auswirkung auf die Troposphäre, auf unsere Wetterschicht. Das Entscheidende ist nämlich, wir schauen uns das nochmal kurz an, wenn es zu dieser Stratosphärenerwärmung kommt, dann wird es verzögert auch immer Auswirkungen auf die Troposphäre, auf unsere Wetterschicht haben. Und die genaue Interaktion, wie schnell erfolgt diese Auswirkung auf die Wetterschicht bzw. auf die Troposphäre, wie schnell passiert das genau und was passiert dort genau? Da ist auch immer noch Stand der Forschung. Da gibt es viele Meteorologen, die beschäftigen sich hauptberuflich mit diesen Auswirkungen. Und da gibt es immer noch sehr viele Fragezeichen. Dass es verzögert Auswirkungen hat, dass es nach einem Major Warming zu Auswirkungen auf die Troposphäre, auf unsere Wetterschicht kommt, das ist zum einen ziemlich sicher. Und das müssen wir natürlich dann auch in den nächsten Wochen im Auge behalten. Was kommt da wirklich bei rum? Ich will dazu noch mal ein paar andere Karten zeigen. Und zwar ist auch vom ECMWF der Langfristtrend gekommen. Und da gibt es nämlich Signale so allmählich so Richtung März, dass eventuell sich schon was tun wird, dass es Auswirkungen dann auf die Troposphäre gibt. Ich will vorher aber noch mal einschieben, dass auch häufig falsch verbreitet wird, dass sobald es zu einem Major Warming kommt, im Grunde ein paar Tage später Deutschland in Schnee und Eis versinkt. Die Falschmeldungen gibt es auch nicht nur hier, sondern ich habe schon gesehen, auch in UK, da gibt es teilweise schon Meldungen vom Beast from the East, heißt das ja dort, dass auch dort schon Stratosphärenerwärmung kommt, Major Warming, ja, UK wird in Schnee und Eis versinken im März. Das ist alles nicht richtig. Das kann man so einfach nicht sagen. Ich will es noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar ist es so, dass wenn es zu einem Major Warming kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu blockierenden Wetterlagen kommt. Das heißt, dass sich Hochdruckgebiete, jetzt mal für uns, für Europa, eher im Bereich Grönland, Skandinavien bilden können. Und das heißt natürlich, dass es dann kalte Wetterlagen bei uns in Europa geben kann. Also, dass die Neigung zu blockierenden Hochdruckgebieten, die uns kaltes Wetter bringen können, erhöht ist. Es gibt aber eben keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es eben auch zu diesen Auswirkungen kommt, dass es unbedingt bei uns sofort Schnee und Eis und richtig kalt werden muss. Zum anderen muss man sagen, natürlich kommt das Major Warming ziemlich spät und weil es zu diesem Displacement kommt, weil der Wirbel sich nur ein bisschen verschiebt und nicht zu einem Split in der Stratosphäre, sind die Auswirkungen, so weiß man so ein bisschen aus der Forschung, wahrscheinlich erst sehr verzögert, sondern einige Wochen später erst. Das heißt, die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich erst im März zu spüren bekommen. Jetzt kommen wir aber zu den Karten zum Langfristtrend des ECMWF-Wettermodells und da will ich zunächst nämlich mal zeigen, so für Ende Februar herum, so die letzte Februarwoche in etwa, schauen wir mal auf die Nordhemisphäre drauf. Was gibt es für Signale bezüglich Hochtiefdruck? Wo könnte sich Hochdruck, wo könnte sich Tiefdruck breit machen? Und wir sehen nämlich immer noch, auch in der letzten Februarwoche, eher Tiefdrucksignale von Kanada bis Grönland in etwa. Das heißt, dass da noch keine blockierenden Wetterlagen, die uns jetzt große Kälte bringen, in Aussicht sind. Dann gibt es aber, wenn wir etwas weiter schauen, mal in den März hinein bei dem Langfristtrend,
Und da geht es eben nur um Trends, um grobe Strukturen. Man kann jetzt natürlich sagen, sofort Schnee und Eis für ganz Deutschland im März. Das ist Blödsinn. Wir können aber sehen, dass das ECMWF-Wettermodell wohl schon ein bisschen reagiert auf diese Stratosphärenerwärmung. Dass nämlich jetzt auch in unserer Wetterschicht es Signale gibt dann im Verlauf des März, dass durchaus eben mehr Hochdruck, ich habe es hier mal eingezeichnet, sich mehr Hochdruck von Grönland bis Skandinavien breit machen kann. Das wäre eben eine mögliche Auswirkung, dass es zu mehr Hochdruckgebieten so im Bereich Grönland und im Bereich dann so vielleicht Richtung Skandinavien kommt. Man sieht schon die Signale hier, die Karte deutet darauf hin, dass es einen gestörten Polarwirbel wohl auch im März dann auch in der Troposphäre in unserer Wetterschicht geben kann. Ich will dazu auch nochmal die nordatlantische Oszillation zeigen. Das ist ein Index, der zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch die Druckverhältnisse beurteilt. Im Grunde können wir sehen, dass die momentane Situation mit diesem Kältepol auch Richtung Grönland, Kanada, den Tiefdruckgebieten auf dem Atlantik, da sehen wir nämlich diesen positiven Index erstmal. Der ist erstmal positiv und das auch noch den kompletten Februar. Das heißt eben, dass sich wahrscheinlich da erstmal noch nichts tun wird bezüglich großer Kälte oder einer gestörten Zirkulation. Wir sehen aber, dass der Trend dann im weiteren Verlauf im März dann doch das Mittel in den negativen Bereich geht, was so ein erster zaghafter Hinweis ist, dass uns eventuell eben blockierende Hochdruckgebiete dann, dass der Atlantik ruhiger wird und dass vor allem auch im Bereich Grönland es wärmer werden kann mit mehr Hochdruckeinfluss, Grönland, Island, da gibt es erste zaghafte Hinweise auch in diesem Index dann vor allem Richtung März. Wir können also zusammenfassen, im Februar wird sehr wahrscheinlich noch nichts passieren in Sachen großer Störung des Polarwirbels in der Troposphäre und wahrscheinlich werden wir im Februar noch keine Auswirkung haben. Im März ist dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu blockierenden Wetterlagen kommen kann, zu Hochdruckgebieten, Grönland, Skandinavien und dass uns eventuell dann eben auch im März als Auswirkung dann kälteres Wetter oder sogar ein Märzwinter bevorstehen kann. Sicher kann man das allerdings natürlich noch nicht sagen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video und ciao.